Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Forest. Wir sind jetzt soweit, wir müssen hier gegen Kombose wahrscheinlich antreten, der hier irgendwo sein muss. Den hören wir auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall Tag. Das ist gut. Wie können wir pennen? Wo sind wir auf der Map? Ah, hier. Okay. Aber wir müssen doch nicht gegen Thrombose antreten. Nein, der ist dort hinten. Der sieht uns. Dann müssen wir gegen den antreten. Aber wir können wahrscheinlich jetzt erstmal wieder nach Hause. Weil es regnet. Okay. Wir treten doch nicht gegen Thrombose an. Bin wieder ganz normal nach Hause. Komm her, Bunny. Aber wir haben eine neue Kassette gefunden. Was uns jetzt aber fehlt, ist der Camcorder, den wir irgendwie nicht mit haben. Oder zumindest sehe ich den nicht. Was haben wir hier? Passagierliste. 13 von 43 haben wir schon. Okay. Was haben wir da? Altersfoto. 7 von 8. Wir gehen wieder auf die Axt. Wir gehen jetzt erstmal wieder nach Hause. Jo, der Turm da hinten einfach. Ach, hier ist immer noch unser kleines Lager. Wir kleinen auch ein paar Bäume jetzt in der Zeit, wo wir in der Höhle waren. Abgewachsen zu sein. Komm schon. Ich wollte seit Ewigkeiten endlich mal wieder Hase essen. Jetzt halt wieder Schildkröte. So. Die wurden nicht wieder ausgelöst, okay. Aber Neues haben wir jetzt an sich nichts an Ausrüstung oder so bekommen. Reparaturwerkzeug, handgemachte Axt, Keule halt. Das Ding haben wir jetzt eigentlich leer gemacht, glaube ich. Keine haben wir nur einen jetzt. Im Grunde sind wir noch genauso wie vorher. Nur halt jetzt mit ein bisschen weniger Munition. Und uns fehlen 15 Baumstämme. So. Aber ich habe mal eine Idee. Ich bin gleich wieder da. Will man mal was ausprobieren? Und bis gleich.
So, da bin ich wieder und ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber ich habe ein bisschen jetzt was in Grafikeinstellungen gerade eben noch gemacht, weil ich finde, so sieht es irgendwie ein bisschen besser aus, glaube ich. Und ja, bin auf eure Meinung auch deswegen gespannt. Weil ich wollte jetzt ein bisschen was ausprobieren und so ein bisschen auch die Grafik anpassen, so ein bisschen. Wir können das aber auch alles noch ändern, wenn es euch lieber ist. Aber ich wollte es einfach mal ausprobiert haben. So, mal gucken, wie das bei euch ankommt. Und ob es mir auch selber besser so gefällt. Beziehungsweise wir können das auch noch anders vielleicht verändern, aber irgendwie finde ich, so wie das jetzt aussieht, hat schon was. Vor allem die Farben kommen auch besser jetzt zur Geltung. So, wir brauchen jetzt nur 15, deswegen. Machen wir jetzt auch nur ein bisschen Holz, also nicht viel. Also der ist voll. Das heißt, wir brauchen jetzt gleich auch nur noch einen Baum. Ja. Ich glaube, das lag jetzt an Einstellungen. Weiß nicht, ich will es nur mal ausprobiert haben, um zu gucken, wie das jetzt läuft. Aber ich sage euch so, die Cheats sind nicht aktiviert. Cheat-Modus ist nicht aktiviert. Boah, eine Nase juckt, übel. Boah, wartet mal ganz kurz. So, da bin ich wieder. Boah, meine Nase hat angefangen, richtig übel zu jucken. Frage mich jetzt auch, warum habe ich jetzt den Baum noch mit abgeholzt? Egal, haben wir halt ein bisschen mehr Holz. Haben wir ein bisschen was auf Vorrat. Da können wir auch noch den Baum auch noch mitnehmen. Dann passt das auch schon. Jo. Vor allem, ich habe jetzt extra, als ich vorhin diese kleine Unterbrechung gemacht habe,
Man versucht alles auf höchste, beste mögliche Qualität jetzt zu setzen, so. Von Grafik her, von Anzeige her. Den Bloom deaktiviert. Und wollte jetzt auch einmal schauen, wie das dann jetzt aussieht. Also ich kann euch gleich mal zeigen, was ich genau gemacht habe. Wenn wir den hier jetzt eben noch da reinpacken. So, dann zeige ich euch das einmal. Ich habe hier in den Einstellungen. So, auf Anzeige habe ich das hier auf Custom, DX11. Sichtfelder auf Maximal. Bowsync an, Vollbild an. Das hier auf No Limit. Das habe ich so gelassen, wie das ist. Dann hier habe ich alles hoch gemacht. Hier habe ich auch die alle hoch gemacht. Den hier so niedrig wie möglich. Das hier hoch, das hier angemacht. Das hier wieder aus. Das wieder an. Das habe ich auf Super gestellt. Farbkorrektur auf Super. Die. Eigentlich sollten. Ich weiß jetzt nicht mehr, aber egal. Dann habe ich das hier noch. Ja, das wisst ihr, wie das ist. Die sind aus. Bestörung von Gebäuden ist auch aus. PvP-Spielerschaden ist aus. So, aber hier habe ich erstmal alles angemacht und auf blau gelassen. Und finde, es sieht jetzt ein bisschen farbenfroher aus. Und wir können jetzt auch mal die Wolf und Fire, die kennen wir. Frankie Millionaire, do it. Ich glaube, das ist der neue. So, welche haben wir jetzt? Kassett 4. Jo, wir haben neue Musik. Oh, wir brauchen noch Pfeffer. Den Stöcker brauchen wir noch. Dafür nehmen wir uns jetzt die Zeit mit der neuen Mucke. Jo, den kannten wir noch gar nicht. Der ist doch richtig nice. Boah, aber guck mal, wie geil blau jetzt das Wasser ist. Boah, gefällt mir deutlich besser so das Spiel jetzt.
Boah, guck mal, wie geil man schon jetzt die Blaupause da hinten sieht, erkennt. Ja, richtig geil. Komm, wir machen das jetzt mal. So, dann nehmen wir die hier und setzen die da schon mal an. Boah, sieht viel, viel nicer aus, finde ich wirklich. Jetzt, wenn wir das so haben, alles eingestellt. Sieht richtig krass nice aus, finde ich. So, noch 5. So. Das ist der letzte. Dann haben wir den auch schon fertig. Nice. Dann lass mal eben nach ganz oben was trinken. Oh, die Nächte sehen auch schon wieder geiler aus. Wir können den hier eben auch voll machen. Und gehen wieder da drauf. Sieht viel, viel krasser aus. Warum habe ich nicht von Anfang an so gespielt? So. Nice. Und gute Nacht. So, dann eben ganz schnell was essen, bevor wir hier verhungern. Sind die noch gut? Die sind noch essbar, immerhin. Ich schmeiß mal 2 drauf und essen die dann gleich. Dann können wir oben weiter planen gehen. Ich will das hier zumindest, bevor wir mit der Burg da hinten anfangen und umziehen, will ich hier oben das hier komplett erstmal fertig haben. Zumindest das Gebäudekonstrukt. Den will ich jetzt auch noch essen. Müssen wir jetzt noch mal nach oben kurz was trinken. Und ab nach unten. Stöcker noch nehmen und dann die auch noch endlich oben aufstellen. Oh, stimmt, warte, wir können ja hier die Knochenrüstung.
Und mehr gibt es für hier nicht, okay. Ja. Achso. Ja, okay. So. Und die Stöcker wieder. Haben wir nichts mehr? Ey, aber ist jetzt sofort fertig. Wir haben hier gleich alles fertig. Also zumindest alle offenen Projekte. So, Knochen. Haben wir hier nur einen. Okay. So. Können wir nach oben gehen? Und ich würde sagen, wir fangen mit der Planung an. Wie hier oben. Beziehungsweise mit der Planung fangen wir in der nächsten Folge an. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, Max Deus, und ciao.